Hallo und willkommen zu einem Game-Info, denn ich werde über zwei Games reden, die eine mich enttäuscht und der andere, der beeindruckt mich wiederum wieder. Ja, also ich hatte das vor, weil Akira in letzter Zeit so gut wie keine Let's Talk gemacht hat und ich dachte, ich bringe euch über ein paar aktuelle Spielstand für, also die aktuelle Spiele für Vita bei und ja. Und heute ist gerade ein Spiel, also sind zwei Trailer gekommen. Ein Trailer, den ich sehr mag und ein Trailer, den ich gleich hasse. Also kommen wir zuerst zu einem Spiel, den ich gleich hasse werde, obwohl ich am Anfang es gemocht habe. Und zwar das hier. Also ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, aber es ist Mind Zero, ja. Die haben einen Snapshot gemacht. Ja, ich habe von den zwei Spieltrailer, so einige Fotos auf der Vita gemacht und ja, weil ich nicht einfach den Trailer nachladen darf, aber Bilder ist erlaubt deswegen. Ja, Mind Zero habe ich am Anfang wirklich brutal viel erwartet und gedacht, ja, das wird sicher ein super geiles Persona-Game, weil man sagt, das ist ja kurzum ein Persona und das hat mich schwer enttäuscht, aber dazu komme ich später. Also zunächst mal die Dialoge wie Persona, man sieht eben Charaktere und so im Hintergrund und man redet ganz gut. Dann die Charaktere finde ich auch ganz geil, der Protagonist Kei Takanashi und zumindest ein weiblicher Persona, also nicht Persona, sondern Mind. Also hier werden die Dämonen Mind genannt, also so wie Verstand. Und ja, und worum es ging, noch keine Ahnung. Aber es gefällt mir, dass man schon ein weibliches Dämon hat. Und danach seinen besten Freund, also zuerst seine Freundin. Ja, die habe ich versehentlich mit fotografiert, also diese Balken, so dein die nicht sein. Also Chikage Sanas, also die Frisur sieht meiner Meinung nach etwas ähnlich wie Chie. Und die Name ist auch ein bisschen ähnlich, aber Zufälle gibt's ja, das muss ein Zufall sein. Und danach seinen besten Freund noch, Yosukes Frisur ziemlich ähnlich, meiner Meinung nach. Und sein Dämon sieht ein bisschen aus wie der Balzerbul vom Persona, ja, und zwar Leo Asahina, ja. Und danach kommen wirklich viele Charakter, die noch unbekannt sind, zum Beispiel Demon the Samurai, die gefällt mir auch schon. Bei dem weiß ich jetzt nicht, wer der Nutzer ist, aber ich glaube, das ist mehr Sis, die Nutzer, und der ist der Mind hier wegen die Orden da. Und dann noch diese Professor und ihre Elfe, und danach noch eine Frau mit dem Ritter, ein Kind und ein Roboter, und das ist das letzte, eine alte Mann mit einem Cyborg oder so. Ja, boah, da kommen viele Leute, ja. Also, ich denke, das wird dann sicher ein Spiel sein, wo man sich auch entscheiden muss, wer und wer man mitnimmt, und je nachdem sind das sicher auch noch Feinde. Und ja, ich hoffe, das ist genau bei Persona, man kann sich dann später nicht mehr entscheiden, wer man auf die Party, also die Gruppe mitnehmen will. Und das ist hier das, was mir ziemlich enttäuschte, und zwar die Stadtplan. Man geht mit die Pfeile, ja. Genau wie Persona hat 3 Portable auf PSP, man ist ein Pfeil und mit dem Pfeil geht man eben zu dem Ort. Ja, zuerst habe ich gedacht, okay, gut, das geht noch. Solange man im Dungeon vielleicht noch frei herumbewegen kann wie Persona 3, ja, dann wird es noch gehen. Aber nee, im Dungeon ist Ego-Perspektive, ja, wie Persona 1 Shin Megami Tensei da, diese Ego-Perspektive, man schaut nur hier voraus, wenn man hier da weiter gelangt, ist der Tür offen, und das ist es, was mich enttäuscht hat, die Freeplay, also das, die Bewegung und gelangen, ja, das ist, was mich enttäuscht hat, aber der Kampf enttäuscht mich nicht, die Kampfsystem, aber das, ja, das kommt später, zunächst mal, was für Optionen gibt, ja, Item, Ausrüstung, Skill, also Fähigkeit, Status, Frage und so, und danach Fragebuch und dann Setting und Speichern und danach die Charaktere, ja, das schaut wenigstens nicht schlecht aus. Und dann hier die Kämpfe da, also man spielt, also man kämpft so wie Devil Survivor Overlook oder wie bei meiner japanischen Demo Soul Trigger, auch Ego-Perspektive, aber wenn man Fähigkeit und einsetzt, sieht man vorübergehend der Charakter, der diese Fähigkeit einsetzt, und ja, da gibt's sowas Geiles, zum Beispiel der Bildschirm bricht hier, ja, ich habe nur ein Foto gemacht, weil sonst weil ich voll nicht entscheiden kann, welches Attacke-Bild ich machen will. Und ja, ich habe mich für diese hier entschieden, weil das so krass ausschaut.
Ja, das schaut so krass aus. Und das Spiel erscheint am der 8., was 8., 1. August, ja, das ist der 1. August 2013, wegen 8. Januar ist ja schon vorbei, deswegen. Also am 1. August erscheint Mainz Zero in Japan. Und ich werde es mir nicht importieren, aber ich hatte vor, es zu importieren. Ich hatte vor, es zu importieren. Jetzt habe ich es wieder nicht mehr vor. Außer das Gameplay oder das Story oder so beeindruckt mich wieder, dann habe ich wiederum vor. Aber damit es mich wieder enttäuscht, dann steiche ich es endgültig aus meinen Gedanken. So, und danach zu einem zweiten Spiel. Denn der Name, den ich erst am Schluss sagen will, also ich werde bei der zweiten Spiel da noch der Video von dem Trailer in der Beschreibung machen. Denn zunächst mal, es ist von Japan Studio gemacht. Oh ja, yeah, von Japan Studio. Das heißt, dieses Spiel wird mit großer Wahrscheinlichkeit bis nach Europa schaffen. Ja, weil wie Graffiti Rush und ja, Soul Sacrifice. Und sogar auf Deutsch übersetzt. Ja, sogar auf Deutsch übersetzt. Aber was das für ein Spiel ist, das ist nicht bekannt. Es ist nur bekannt, einigermaßen bekannt, was man machen muss und wie das Spiel heißt. Sonst ist gar nichts bekannt. Also zunächst bei den Trailer, ja, da fängt so eine alltägliche Straßenlauf an. Aber die Grafik gefällt mir sehr gut. Die Grafik kommt meiner Meinung nach wie Phantasy Star 2 Online an. Ja, ziemlich Power-Grafik, muss ich zugeben. Power-Anime-Grafik. Nicht so wie Uncharted, so Real-Life-Grafik. Nee, nicht Real-Life-Grafik. So eben Uncharted, da ist so, ja, einfach so Anime-Grafik dort. Dort ist einfach ein Power-Anime-Grafik. Danach kommt ein Junge und der schaut da vorne und danach beginnt alles zu verändern. Danach sieht er das hier, ja, mit seinem Auge. Und kopfüber hat er Zahlen. Also über Zahlen hier bin ich noch nicht bekannt. Also ist noch nicht bekannt, weil ich habe zuerst gemeint, ist das etwa die Lebzeiten? Also wie lange der lebt? Wie Death Note. Ja, als ich das zuerst gesehen habe, habe ich voll an Death Note gedacht. Wegen Auge des Shinigami kann ja sehen, wie lange ein Mensch leben kann. Und wenn der eben die Sekunde in Null erreicht, ja, das werde ich. Also 244.546 Sekunden hat er noch zu leben. Vielleicht, aber ist nicht bekannt. Ja, also das ist Auge. Ich habe das Bild falsch gemacht. Ich hätte zuerst dieses Bild machen sollen und dann dieses, weil dieses Mädchen, das ist ein Mädchen, also in ihrem Auge sieht sie Zahlen über Kopf, ja. Und auch bei anderen Menschen hier, also so ziemlich fast jeder Mensch hat so Zahlen auf dem Kopf. Dann, wenn sie von solchen Bullen, ja, da kommt so, weiß nicht, ich glaube, das sind schon Bullen. So Bullen kommen, ja, dann fangen sie solche Leute und benutzen sie, meiner Meinung nach. Und zwar mit so einer Drache ausgestattet zu werden. Das ist das Krasseste. Außer am Anfang, jeder hält so etwas nicht. Ja, jeder hält so ein Schild, als ob sie im Knast wären. Und danach geht das Kamera immer mehr nach vorne, danach öffnet sie hier die Rolle und hinter denen ist ein echt geiler Drache. Und ich habe da am Anfang gemeint, werden die jetzt alle in der Drache gefüttert oder was? Aber nee, sie reiten auf denen, ja, und das ist ein Power-Grafik, man sieht sogar die Sonne hier. Ein ziemliches Power-Grafik, ja. Ja, sie reiten mit denen auf die Drache und gehen auf ein Mission, ja, ich will das Mission sagen. Das heißt, sie sind sowas wie die Auserwählte oder so ähnlich, ja. Und auf was für eine Mission sie gehen? Ach, nee, jetzt, ach, ich hasse das. Jetzt muss ich so benutzen. Ja, das noch, wir noch vorher spannend halten, denn zuerst ist noch ein Arztbild hier, also soweit ich sagen kann, es ist eine Operation. Und was für eine Operation ist, will ich noch nicht sagen, denn es kommt am Schluss, also am Schluss wird gezeigt, was für eine Operation ist, denn das ist auch sehr wichtig in diesem Trailer. Ja, sie werden hier herumballen, also der da hier, ja, der ballet gerade eigentlich, ach. Ich glaube, ich habe das Foto nicht so gut geschossen. Ich hätte die andere schießen sollen. Okay. Ja, und da kommt eine Drache eben heraus aus einem anderen Drache und brüllt denen sowas von richtig an. Und alle können so irgendwie so, wie sagt man sowas? Ja, Hologramme. Aus Hologramme erscheinen Waffen. Ja, sie nehmen so aus Hologramme Waffen und ja, knallen so voll auf diese Drache. Und selbst ihre Drache helfen. Ja, der Drache, der gehört zu ihnen. Und benutzt so Rakete, ja. Also, wenn ich eins zu diesem Spiel sagen kann, das ist meiner Meinung nach so ähnlich wie auch
Ja, wie der nächste Soul Sacrifice. Ja, man geht auf Quest, so tötet Gegner, benutzt sie und macht daraus bessere Items, also Opfergabe und so. Aber dass man sogar seinen eigenen Drachen benutzen kann, das Spiel ist so krass. Ja, das ist einfach so krass. Und danach plötzlich auf einmal, also mitten in dieser Schlacht, verliert eben diese Mädchen da gerade ihre Arm. Und ist nachher dann gestorben, ja. Also zuerst hat sie sich hier noch hier festgeklammert. Danach kommt ein Junge, also ja, ein Junge mit so einer Kette. Also der nutzt die Kette auf den Arm und ja, und kommt rein. Danach nutzt jeder hier die Kette. Hier, da ist eine geschossen und da wurde eine Kette geschossen. Das ist das, was mich an diesem Spiel fasziniert hat. Sie alle nutzen Ketten. Ja, sie alle nutzen Ketten und ihre Arme und Fesseln voll der Drache. Und ja, also, wenn ihr den Trailer sieht, findet ihr das noch geiler. Das ist einfach sowas von krass. Ja, und danach hat der Junge, hier oben ist der, sein Arm abgehackt und danach ist der Drache irgendwie gestorben, aber es wurde nicht gezeigt. Und danach, ja, geht der Junge so voll hin und sagt, hey, haltet durch, aber nee, das Mädchen ist leider gestorben, ja. Und als es gestorben ist, kommt plötzlich ein Baby, also zeigt sein Baby. Also das wird in der Operation gezeigt. Diese Operation war eigentlich ein Geburt, also dass ein neues Kind geboren geworden ist, ja. Und über den Kopf dieses Kinds ist auch schon die Zahlen beleidigt. 1 Million. Und was mich sehr interessiert hat, ob das wirklich die Zahlenliste, wie lange man lebt, da habe ich dann meinen Taschenrechner vorgenommen und mal sehen, mal rausgerechnet, wie viele Tage es hat. Ja, also 60 mal 60 und dann nochmal 24, wegen einem Tag 24 Stunden. Und ja, und ich habe eben ausgerechnet, einen Tag hat 56 1400 Sekunden. Und da habe ich 1 Million durch 56.400 gerechnet und danach ist irgendwie 11 Tage rausgekommen. Da habe ich mir gedacht, okay, 11 Tage soll dieses Baby Zeit haben zu leben. Falls dieser Countdown stimmt, falls es Lebenscountdowns, wie ich mir vorgestellt habe, dann dachte ich mir, ihr nur 11 Tage schon sterben? Holy shit. Ja, ich hoffe, das ist nicht wirklich das Lebenscountdown in diesem Spiel, sondern was anderes, was Besseres, ja. Und wie das Spiel heißt, tja, es heißt so. Hier. Panoption, ja, Panoption heißt dieses Spiel. Ich habe in Panoption in Google Bilder nachgeschaut und das sind so, so Haussäule-Dekoration rausgekommen. Da habe ich mir gedacht, hä, das Spiel muss sehr neu sein. Dass, wenn ich Panoption in Google Bilder eingebe und nicht das erscheint, was ich erwartet habe. So, das war's mit diesen zwei Game-Info. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, euch gefällt, würde dieses neue Spiel gefallen und Mind Zero würdet ihr genau wie ich links liegen lassen. Ja, also in Zukunft werde ich je nachdem, wenn der Akira nichts rausbringt, noch mehr so Gaming vorausbringen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.